und begrüße ihn herzlich willkommen, Veni. Hallöchen. Na, ich hoffe, dir geht es gut. Ja, gut, ich musste mir eben Tales mal angucken, also so gut geht's mir jetzt nicht, aber... Es tut mir leid. Dass du dir das an... Aber es ist ein schöner Run, ne? Muss man ehrlich sagen. Das ja. Abgesehen vom Charakter, ich weiß, du hast da Differenzen mit Tales. Es war aber auch nicht der letzte Tales Run, um dich nochmal zu beruhigen. Beruhigen. Du hast für uns den blauen Igel ausgepackt und möchtest uns Sonic the Hedgehog Beat the Game in ungefähr 25 Minuten lang zeigen. Ja. Das also, klingt gut. Bisschen weniger höchstwahrscheinlich. Ja. Also, was heißt ja höchstwahrscheinlich? Also, die Estimate ist sehr großzügig angesetzt, sagen wir es mal ja. so. Auch wenn das, was ich jetzt sage, vielleicht nicht ganz so viel Sinn macht, aber für die Leute, die dich noch gar nicht kennen, stell dich doch einfach mal vor. Hi, ich bin Veni, so, das war's. Das ist super. Nein, ich bin seit 2015, seit mittlerweile fast 9 Jahren, bin ich hier für Germansh aktiv. Also die meisten Zuschauer, die dürften mich schon kennen und mich zumindest mal gehört haben. Ob sie mich mögen, ist eine andere Sache. Ich kann es keinem verübeln, der mich nicht mag. Ja, und ich bin eigentlich schon seit 20 Jahren in der Speedrun-Szene, technisch gesehen sogar seit 30, aber das zählt man nicht. Ich habe damals mal versehentlich einen Speedrun gemacht, irgendwann in den 90ern. Ja, passiert. Ne? Ja. Achtung, die nachfolgende Sendung ist um 1,25 Millionen Jahre gealtert und das ist ein gutes Zeichen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Game-Szene rüber, wo uns Veni noch ein bisschen was über den Sonic Run erzählen kann, bevor es dann jetzt gleich richtig losgeht. Okay, das können wir machen. Ich bin gespannt wie ein Bogen. Ich habe schon draufgedrückt und Angel Aira, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Hallöchen. Die Transition sollte jetzt durch sein. Genau. Wir sollten mich noch sehen und wir sollten dich rumhüpfen sehen. Genau, ich schalte meine... Mich nicht. Das möchte ich klarstellen. Das ist die Demo vom Spiel. So schlecht spiel nicht mal ich. Okay, super. Ich würde sagen, ich schalte meine Kamera aus und würde sagen, dir gehört die Bühne, Veni. Ja, alles klar. So, ich sage im Vorfeld schon mal, das, was wir eben gesehen haben, das werden wir jetzt mehr oder weniger nochmal sehen. Allerdings in der Classic-Version gibt es ein paar Unterschiede. Aber... Ich werde es einfach so erklären, als wenn ihr den Run eben nicht gesehen habt. Und ja, dann können wir... Moment, ich muss jetzt mal ganz kurz warten, bis die Demo anfängt. Das ist mit dem Runterzählen mal ein bisschen schwierig ansonsten. Weil, ja, dann will ich auf Start drücken und dann fängt plötzlich die Demo an und dann müssen wir den Timer nochmal neu starten, bla bla. So, ich räusper mich nochmal ganz kurz. So, und ja, dann kann es im Grunde losgehen, wenn die Regie soweit ist. Und zwar in, Moment, so, in 3, 2, 1, go. So, also, wir sehen jetzt Sonic Master System, der kleine Bruder von dem allerersten Sonic auf Mega Drive, beziehungsweise Genesis damals. So, man sieht jetzt schon den qualitativen Unterschied im Gameplay im Vergleich zu der Demo. Also, so hoch ist er jetzt nicht, aber egal. Und, wow, gleich der erste Trick hat nicht funktioniert. Ja gut, rennen wir einfach mal casual durch das Level durch, mehr oder weniger casual. Normalerweise hätte ich jetzt das gesamte Level einmal übersprungen. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir übrigens auch die Turbo-Schuhe noch geholt, aber ja gut. Wow. Ich habe das so lange nicht mehr casual gespielt, weil der Trick eigentlich immer funktioniert. Ja, jetzt haben wir im Grunde 13 Sekunden verloren gerade. Wow. Das ist... Achso, läuft der Timer noch gar nicht? Doch, der Timer läuft. Achso, okay. Ich habe es nur gerade im Chat kurz gesehen. Achso, ja, ein bisschen Verspätung. Ja gut, dann habe ich vielleicht neue PB. Nein. So, ja, das war Green Hill Zone 1. Jetzt kommt Green Hill Zone 2 direkt. Wir machen ja diesmal ohne Chaos Emeralds. Das Remake, das wir eben gesehen haben, holt man sich die Chaos Emeralds in den Bonusleveln. Hier holt man sich die direkt im Level. Moment, ich versuche trotzdem einmal einen Trick zu zeigen. Nein, okay, hat nicht funktioniert. Dann lassen wir es. Ich wollte mich mit der Feder nämlich oben links da in die Ecke katapultieren, dann können wir da einmal durch die Wand durchklippen. Ist bei Any% bzw. Beat the Game vollkommen sinnlos, das zu machen. Für All Chaos Emeralds ist das aber was sehr Interessantes. So, hier muss ich ein bisschen abbremsen. Das Problem ist nämlich, erstmal wollen wir möglichst langsam an diese Schilder rangehen, weil die sonst sehr hoch fliegen und wir dadurch halt ein bisschen Zeit verlieren. Und hier in dem Level eben gab es noch ein Problem, und zwar, wenn wir zu schnell durchs Ziel durchschießen, dann sind wir hinterm Ziel fest,
gesteckt, stecken wir fest in der Wand und ja, wir sind gesoftlockt. Kann passieren, ist mir, glaube ich, ein, zwei Mal erst passiert, aber das Risiko ist halt immer da. So, erster Robotikkampf. Wir haben diesmal keine Lebensanzeige oben links. Das ist so ein Feature von dem Remake gewesen. Und wir müssen Robotnik aber generell immer 8-mal treffen, bis auf den letzten. Und ich versuche ihn hier auf der Seite 6-mal zu treffen. 3, 4, 5. Oh, nein, das hat nicht funktioniert. Okay. Eigentlich hätte ich ihn noch ein 7. Mal getroffen. Oh, na komm. Jetzt kriege ich ihn nicht mal da oben getroffen. Wow. Naja, egal. So. Robotnik fliegt nämlich in der zweiten Phase, wenn er das zweite Mal oben auftaucht, fliegt er ein paar Pixel niedriger als beim ersten Mal. Und da können wir ihn dann, wenn er am niedrigsten Punkt ist und wir in demselben Moment am höchsten Punkt in unserem Sprung sind, können wir ihn da oben noch treffen. Ich spiele jetzt auf dem Emulator. Ich habe aber Konsole und Originalspiel hier. Allerdings ist das halt die PAL-Version, also die PAL-Konsole, muss man dazu sagen, weil die Master System-Spiele an sich... Oh, okay, hat funktioniert, sehr schön. Die Master System-Spiele an sich, die sind region-free, das heißt, man kann auch ein PAL-Master System-Spiel theoretisch auf einer NTSC-Konsole spielen, dann in 60 Hertz. Ich spiele jetzt übrigens auf 60 Hertz, weil es einfach schneller ist. 50 Hertz würde aber weniger laggen, also hat auch einen kleinen Vorteil. Gerade was Input-Fressen angeht, ist im Remake, was wir eben gesehen haben, bei weitem nicht so schlimm. Im Original ist das schon ziemlich heftig teilweise. Vor allem in der Skybase Zone 1. Hatte ich vorhin kurz auch mal in den Chat reingeschrieben. Werde ich aber später noch drauf eingehen. So, worauf ich übrigens mal besonders achten muss, ist, dass ich weniger als 50 Ringe einsammle oder mehr als 99. Das werden wir jetzt nämlich in dem Level sehen, weil ansonsten bei 50 bis 99 Ringen würden wir in ein Bonus-Level kommen. Das kostet halt einfach Zeit. So, hier haben wir jetzt wieder einen Autoscroller, wie im Remake vorhin auch schon zu sehen gewesen. Und hier ist es meiner Meinung nach zumindest einfacher, 100 Ringe einzusammeln und ein Leben zu kriegen. Oh, 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 na komm, so. Als halt zu versuchen, den ganzen Ringen auszuweichen. Deswegen hole ich mir hier einfach mal 100 Ringe, beziehungsweise 101 Ring, weil dann der Punktebildschirm ein ganz kleines bisschen schneller vorbeigeht. Oh, okay, das war doof. Egal, bin ein bisschen zu spät da rüber gesprungen. So, einmal hier hoch, einmal das holen. Und hier noch ein paar Ringe einsammeln. Theoretisch kann ich mich am Ende eines Levels, wenn ich zu viele Ringe habe, auch immer einmal treffen lassen. Das ist auch immer eine Option, aber ja. Muss ja nicht sein. Weil beim Treffen lassen kann es auch immer passieren, dass wir irgendwo in den Abgrund reinfliegen. Diese Brücken hier sind übrigens auch sehr ekelhaft. Deswegen gucke ich hier einmal nach oben und springe nach oben. Dann sind die nämlich ganz unten am Bildschirmrand. Ansonsten verursachen die nämlich massiven Lag. Ich kann es ja spaßeshalber bei der zweiten Brücke nachher mal zeigen. Aber das ist nicht allzu angenehm. So, kurz warten. Oh, jetzt bin ich ins Wasser gesprungen, Scherz. Aha. Nein, da unten ist ein Leben gewesen. Muss ich mir jetzt nicht holen. Also die Leben, die sollten jetzt nicht das Problem sein. Wenn doch, dann ist es sowieso ganz, ganz schlechter Run. Aber ja, ich wollte euch ein bisschen ärgern halt. Ich wollte euch einen kleinen Schrecken einjagen. So, jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen, weil ich habe relativ wenige Ringe. So, ich hole hier mal noch ein paar. Ja, doch, sollte aber reichen. So, dann hier nochmal. Da haben wir nochmal 4 Ringe. So, jetzt brauchen wir noch 3 Ringe. Und, hopp. So, ich hole mal die 2. Ach ja, ich wollte ja zeigen, wie das aussieht, wenn man so über die Brücke rüber rennt. Da, ja, Hilfe. Da sieht man es ganz gut, wie viel Lag das verursacht. So, wir werden jetzt am Ende bei 1,59 oder 2 Minuten sein. Das kommt immer drauf an. Ah, 2 Minuten diesmal. Das kommt immer drauf an, wie man im vorherigen Level abgeschnitten hat, weil wenn wir da, weiß ich, ich sag mal 35,5 Sekunden gebraucht haben, dann werden diese 0,5 Sekunden in das Level hier mit rüber genommen. So, links wäre jetzt übrigens ein Leben gewesen, aber das hole ich jetzt nicht. Und der Boss, der kommt natürlich auf der Seite das erste Mal. So, 3, 4. Man kann ihn theoretisch 5-mal treffen in der ersten Phase und braucht dann halt in der zweiten Phase nur noch 3 Treffer. Aber da muss man dann halt gamblen. Also da muss man sofort in eine der beiden Richtungen springen und hat halt eine 50-50 Chance, ob man stirbt oder ob der Gegner, also ob Robotnik da auftaucht. Ja, in dem Fall, also ich mache es immer mit 4-mal, also 2-mal 4 Treffer anbringen. Das ist die sichere Methode und die andere Methode spart auch nur, keine Ahnung, halbe Sekunde, eine Sekunde.
So, Jungle Zone. Speedrunner's Nightmare, beziehungsweise Speedrunner Beginner's Nightmare, um ganz genau zu sein. Weil das ist so, die normalerweise am meisten Probleme haben. Man gewöhnt sich aber ein bisschen dran. Ich bin jetzt allerdings tatsächlich ein ganz kleines bisschen ungeübt. Oh, das war knapper, als ich es haben wollte, aber es hat ja noch alles funktioniert. Und wenn es knapp war und funktioniert hat, ist es präzise gewesen. So, ganz einfach. Hier muss ich übrigens auch sehr stark aufpassen, dass ich nicht auf die 50 Ringe komme. Wir machen es mal ein bisschen sicherer. So. Oh, wow. Sagte er und sprang trotzdem fast in den Abgrund. So, einmal hier rauf. Auf landen. Und dann haben wir das Level auch fast geschafft. Das hier ist ein bisschen ekelhaft, dieser Sprung, weil bisschen höher ab oder höher springen so und landet dann irgendwo hinten im Wasser. Das ist immer so ein bisschen, also es fühlt sich ein bisschen an wie RNG, ist es eigentlich nicht, aber ja, kann halt schnell mal einen Tod bedeuten. So, nächstes Level. Ja, da müssen wir einfach den Wasserfall nach oben. Ist sehr anspruchsvoll. Oh, okay. Eigentlich nehme ich den Sprung ein bisschen anders, aber egal. Das war jetzt die sichere Methode. So, so, so. Und ich muss hier ab und zu auch ein bisschen warten, damit der... so. Ansonsten, viel zu sagen. In der Game Gear-Version ist das Level um einiges angenehmer. Hier in dem Fall ist das Problem nämlich, wenn wir jetzt irgendwo nach unten fallen, dann sind wir tot. In der Game Gear-Version scrollt der Bildschirm auch wieder nach unten und wir können Glück haben und auf irgendeiner Plattform noch landen, die uns dann doch wieder rettet. Kostet natürlich immer noch Zeit, aber... ja, ein bisschen Zeit verlieren ist weit weniger schlimm als gleich ein ganzes Leben verlieren. So, 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 jetzt hier hoch, hoch, hoch und nach links. Ja, hat funktioniert, gut. So, und hier sieht man es jetzt ganz gut, der Bildschirm kommt einfach nicht hinterher. So, da haben wir es doch. Ja, das lief besser als ich dachte jetzt. Und hallo Minengoblin, Hallöchen. 4x4 ist besser als 5x3, ja, das ist meine Aussage gewesen, ganz genau. So, nächster Boss, da werde ich jetzt auch eine vergleichsweise sichere Variante nehmen. Und zwar werde ich ihn auf jeder Seite mal zweimal treffen. Ist so ein bisschen, also man braucht ein bisschen Rhythmus dafür quasi. Es gibt eine Methode, mit der man ihn öfter treffen kann und dementsprechend auch ein bisschen schneller besiegen kann. Aber ja, die Variante hier, die ist... Wow. Das sollte so nicht passieren. Dachte eigentlich, dass ich da nach links runterfalle gerade, weil ich ein bisschen zu weit nach links gelaufen bzw. gesprungen bin. Ich habe es irgendwie noch auf die Plattform geschafft, aber wurde dann von der Bombe erwischt. Ja gut, probieren wir es nochmal. So, 1, 2, dann 3, 4. Wie gesagt, wir brauchen immer 8 Treffer. Oh, oh, ja, jetzt bin ich aus dem Rhythmus raus. 5, 6, 7, ja, eigentlich wäre er jetzt schon weg. So. Hat ein ganz kleines bisschen länger gedauert, allein schon wegen dem einen Tod, aber ja, sollte jetzt nicht so das Problem sein, also für die Estimate zumindest nicht. Gut, damit haben wir Jungle Zone erledigt, dann kommen wir jetzt in die Labyrinth Zone, beziehungsweise wie Roman das eben genannt hat, nochmal Jungle Zone quasi. Also er hatte sich da ein paar Mal versprochen, weil er halt so fokussiert war auf den Run, logischerweise. Sowas passiert einfach. So, und ich werde auch versuchen, das Ganze bubble-less zu machen, also sprich, dass ich keine Luftblase einsammle. Es gibt eine Stelle, da kann es passieren, dass ich keine Wahl habe. Also sprich, dass die einfach im Weg spawnt, die Luftblase. Und ich dementsprechend, also machen wir es mal auf die Art. Ja, und dass ich dementsprechend versehentlich eine Luftblase einsammle. Wenn alles ordentlich hinhaut, dann wird das hier am Ende sehr, sehr knapp. Aber es funktioniert. So, hier lasse ich mich einmal treffen, um durch den Gegner durchzukommen. Und hier gibt es jetzt einen kleinen Zip. Wenn ich mich hier raufstelle auf die Plattform. Oh ja, 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 wir können, wir machen es spannend. Da wäre übrigens eine Luftblase gewesen. So, und alle in Panik geraten. Alle in Panik geraten. So, haha. Nicht gestorben. Das ist so eine Stelle, oh, Hilfe. Okay, da wurde gerade ein Input gefressen. Egal. Das ist so eine Stelle, Yuki hasst das Ganze, wenn ich das mache. Weil es halt so extrem knapp ist. Aber es hat ja funktioniert.
So, Labyrinth Zone 2, selbes Prinzip. Allerdings gibt es hier ganz am Anfang einen Trick, einen Test-Only-Trick, muss ich dazu sagen, den ich natürlich nicht probieren werde. Und zwar hier an den Stacheln kann man sich in die linke Kante da reinklippen und würde das gesamte Level überspringen. Also fast das gesamte Level. Man wäre halt kurz vorm Ziel. So, hier warte ich einmal ganz kurz und wenn das Timing stimmt, ja, hat gestimmt. Konnte ich mich auf den Gegner rollen und den Schwung mitnehmen. Ja, die Physics hier in dem Spiel sind sowieso ein bisschen seltsam. Also gerade unter Wasser, wenn wir irgendwie unter Wasser rollen, oh, das, ich wollte gerade sagen, es könnte ein bisschen knapp werden. Ja, das ist ein bisschen knapp geworden. Da bin ich ein ganz kleines bisschen zu früh gesprungen. Deswegen nehme ich das Ding hier mal mit und ich glaube, ich muss eine Luftblase nehmen. Ja, muss ich. So, jetzt haben wir sogar einen kleinen RNG-Faktor, nämlich wann kommen hier Luftblasen? Oh, wird es wieder so knapp? Naja, nicht ganz so knapp wie beim letzten Mal. So, hier rolle ich einmal runter. Wie gesagt, die Physics unter Wasser sind komisch. Im Rollen können wir quasi unsere normale Geschwindigkeit haben. Ansonsten haben wir unter Wasser ein Drittel der Bewegungsgeschwindigkeit, die Sonic sonst hat. Also Sonic bewegt sich an Land halt mit einem Bewegungsfaktor von 3 und unter Wasser halt Bewegungsfaktor 1. So, einmal hier hoch. Hier wäre jetzt der Chaos Emerald, aber die holen wir ja nicht, die Dinger. Das heißt, ich kann gleich hoch. Und da auf der linken Seite, da wären wir rausgekommen, wenn wir am Anfang des Levels diesen Clip gemacht hätten. Aber wie gesagt, der ist halt Test-only. Der wird auch von Weltrekord-Runnern nicht benutzt. Einfach weil der extrem präzise ist. Ich weiß nicht mal genau, was für Inputs man da machen muss, weil ich mich nie großartig damit befasst habe. Ich weiß nur, dass es da funktioniert. Dass es da diesen Clip gibt. So, nächster Boss. Ich werde mal einmal die mittelschnelle Variante probieren. Wenn es nicht funktioniert, dann mache ich halt die ganz normale Casual-Variante. Sonst treffe ich ihn hier einmal. Man kann ihn da in der Mitte sogar zweimal treffen. So, und dann versuche ich jetzt ihn hier dreimal zu treffen jeweils. Nein. Oh, doch. Okay, aber hier treffe ich ihn jetzt nicht dreimal. Okay, dann haben wir jetzt so einen ganz komischen Hybrid aus mittelschnell und langsamer Variante. Normalerweise hätte ich ihn da unten jetzt nämlich auch noch einmal getroffen, dann wäre er halt weg gewesen. Aber ja, der eine Treffer hätte jetzt ja nicht mehr gereicht, deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Ich hätte so oder so auf ihn dann noch warten müssen. Ja, aber zumindest ohne Tod. Und auf der einen Seite habe ich ihn zumindest dreimal getroffen und in der Mitte auch einmal. Damit bin ich zufrieden. Also in den Practice Runs lief der Kampf deutlich schlechter, weil ich die schnelle Variante oder die mittelschnelle Variante nicht hinbekommen habe. So. Und ganz wichtig jetzt am Anfang dieses Levels, bestes Level, beste Musik. So. Kein Speedrun von diesem Spiel ist valid, wenn man diesen Satz nicht sagt. Und genau aus dem Grund bin ich dann irgendwie doch wieder Weltrekordhalter. So. Nein, bin ich natürlich nicht, aber ja. Das haben wir für uns mal so festgelegt, diese Regel. Und seitdem halten wir uns halt dran. So, also mit uns meine ich so ein paar deutsche Speedrunner von dem Spiel. Unter anderem halt auch Yuki, die ich ja eben schon mal erwähnt hatte. So, wir sind bei 30 Sekunden oder bei 31 Sekunden am Ende sogar. Jetzt ist für Realtime-Attempt ist das tatsächlich sogar ganz gut, wenn wir unter 30 Sekunden sind. Kriegen wir nämlich 30.000 Bonuspunkte, also als Time-Bonus. Und das dauert ungefähr 4,5 Sekunden länger, als wenn wir... Also die Punkteabrechnung dauert dann ungefähr 4,5 Sekunden länger, als wenn wir bei 30 plus Sekunden sind. Und dementsprechend wäre es eigentlich sinnvoll, wenn wir zum Beispiel am Ende eines Levels bei 27 oder 28 Sekunden sind, dass wir dann einfach noch kurz warten und dann halt erst durch das Ziel durchgehen. Achso, jetzt habe ich mich gar nicht treffen lassen. Egal. Ich konnte da nämlich schon mal alle Ringe verlieren. Und das hatte Roman jetzt eben in seinem Run schon kurz angesprochen. Es gibt hier so einen Death Abuse in dem Level. So, einmal hier treffen lassen, damit ich meine Ringe verliere. Es gibt einen Death Abuse und zwar ist dieser Teleporter hier, der ist gleichzeitig ein Checkpoint. Und wir müssen jetzt die beiden Türen, das hat man ja eben in dem Run auch ganz gut gesehen, wir müssen halt die linke Tür öffnen, aber dann ist die rechte Tür wieder zu. So, und wir müssen jetzt irgendwie wieder da hinkommen an die Stelle. Und das machen wir einfach, indem wir uns töten. Und dann sind wir wieder hier oben und diesmal sind die Türen in der richtigen Position. Wir können hier nach links weiter.
Im Remake kann man es halt mit dem Dash machen, dass man da den Schalter betätigt und dann per Dash da ganz schnell durchflitzt, wie auch immer. Funktioniert hier im Original natürlich nicht, weil es hier diesen Spin Dash nicht gibt. So. 1,48, ja, das ist Standardzeit hier. Was? Welches Emote? Achso. So, ja, jetzt kann ich meinen Gag nicht bringen, weil ich ja jetzt keinen Nebenkommentator dabei habe. Übrigens, ich werde jetzt keinen Zero-Ring-Attempt versuchen. Obwohl, ich probiere es einfach, aber das wird auf Garantie nicht funktionieren. Man kann dieses Level theoretisch schaffen, ohne... Ah, okay, hat sich erledigt. Ohne auch nur einen Ring einzusammeln. Es ist verdammt schwer. Also ich habe es nur im Test mal hinbekommen. Aber es funktioniert. Und kleiner Fun-Fact, es gibt in diesem Level genau 99 Ringe. Bei 100 Ringen kriegt man ein Leben. Also ganz komisch, warum man sich für 99 Ringe entschieden hat. Egal, wir haben ein Drittel eingesammelt. So, und jetzt muss ich mich mal ganz kurz fokussieren, weil das ist der härteste Boss im ganzen Spiel. Also ich bin mal ganz kurz ruhig. So, besiegt. Ich zeige mal ganz kurz noch eine Kleinigkeit. Und zwar können wir uns hier reinklippen. Sobald ich mich jetzt nach rechts bewege, gehen wir automatisch auf die Plattform rauf. Und ja, damit haben wir die Scrap Brain Zone geschafft. So, und dann geht's jetzt in die Skybase Zone. Da hatte Roman ja eben auch so ein bisschen Probleme. Na gut, er hat Tails gespielt. Das bedeutet immer, dass man Probleme hat. Mit irgendwas. So, jetzt... Oh, okay, das war dumm. Das habe ich selber nicht aufgepasst. So, wir gehen jetzt aber halt quasi den normalen Weg, mehr oder weniger den normalen Weg. So, einmal kurz warten. So, und ich... Ach, ja gut, ich bin doof. Weil hier hätte ich jetzt eh kurz gewartet. So, so, so und... Ah, nee, ich mache die etwas sichere Variante. Also ich hätte da auch durchrollen können, um dann... quasi mit einem beherzten Sprung direkt auf die Plattform zu kommen. Problem ist halt der Input-Lag. Also es gibt hier... es ruckelt halt gerne mal, also Slowdowns und dergleichen, und dabei werden halt Inputs gefressen. Das heißt, wenn ich dann springe, wird das nicht registriert und dann rolle ich in den Abgrund rein, und das ist mir so oft schon passiert. So, ja, größter RNG-Faktor in dem Run, also zumindest in Beat the Game, beziehungsweise Any Person. Ja, und ich sehe gerade, die Kanone ist ganz blöd positioniert. Das ist das schlechteste RNG, was man hier haben kann, das man hier haben kann, so. Okay, zweite Kanone ist auch richtig doof. Aha. Na komm, so, und jetzt muss ich mal kurz hochspringen. Ah, da ist die dritte Kanone, okay. Ja gut, die dritte Kanone ist noch in Ordnung. So, ich muss kurz warten. Und hier gibt es eine kleine Abkürzung, die gibt es übrigens im Remake nicht. So, damit haben wir das Level erledigt. In dem Level gibt es übrigens auch keine Ringe. Das heißt, hier kriegen wir am Ende immer ein Ringsymbol. Übrigens, ab Scrap Brain Zone brauche ich auch nicht mehr darauf achten, möglichst wenige Ringe einzusammeln, weil ja, da gibt es keine Bonuslevel mehr. So, und die Regie kann sich langsam bereithalten für Time. Wir sind nämlich beim finalen Boss. Und ich probiere mal was jetzt im Remake auch nicht zu sehen war, was da nicht funktioniert. Und zwar hier reinklippen. Nee, funktioniert nicht. So, also der Tod war jetzt mit Absicht, weil ich das halt wenigstens mal zeigen wollte. Wir haben ja noch ein paar Leben. Ich sag mal so, bei 4 Leben lasse ich es sein. Ah, jetzt. So, 3, 4, 5, 6, 7. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade verzählt habe. So, und jetzt versuche ich gleich nochmal reinzuklippen. Und nein, hat nicht funktioniert. Okay, ja gut, dann machen wir es jetzt. Machen wir den Rest jetzt casual. So, und... Ah, ja gut. Da habe ich es nochmal geschafft. Sobald ich jetzt im Teleporter bin, time. So, okay, das war jetzt ein komischer Satz, aber egal. Also hier wird noch ein ganz kleines bisschen anders getimed als im Remake. Hier wird halt getimed in dem Moment, in dem man im Teleporter ist. Ich habe mir mal meine, also eine eigentliche PB versaut. Technisch gesehen ist es trotzdem noch eine PB geworden. Aber da bin ich ein bisschen zu weit gesprungen und bin hinterm Teleporter gelandet. Das hat mich dann nochmal 5, 6 Sekunden oder so gekostet, leider. Es war immer noch eine PB, aber irgendwie nur mit 1,5 Sekunden, und damit bin ich nicht wirklich zufrieden gewesen. Ja, das war Sonic Master System, das Original. Es lief besser, als ich dachte, tatsächlich. Du hast... Absolut.
Vermutlich zu spät auf Stopp gedrückt. Was ist da für eine Zeit jetzt? 2054. Ah, okay. Man kann ungefähr fürs Leaderboard zumindest ungefähr eine halbe Minute noch abziehen. Weil ich hatte ja vorhin schon mal erklärt, dass wenn wir sehr schnell durch die Level durchkommen, dass dann halt der Zeitbonus sehr hoch ist. Und dass es dann eigentlich manchmal sinnvoller wäre, vorm Levelende nochmal kurz zu warten. Aber das ist ja nicht so ein Zweck vom Speedrun. Deswegen hat man gesagt, dass man alles, was so, unter 30 Sekunden Zeitbonus ist, also diese 30.000 Punkte, dass man das halt rausrechnet. Also dass das behandelt wird quasi, als wenn man nur 10.000 Punkte bekommen würde. Und das ist pro Run, sind das immer so ungefähr 30 Sekunden, die man da von der Echtzeit noch abzieht. Also in meiner PB sind es 31 Sekunden, also 18:51 war die Echtzeit und 18:20 ist dann halt die Leaderboard-Zeit gewesen. Ja, aber also ich bin zufrieden mit dem Run. Hätte schlechter laufen können, wie auch immer. Ich bin auch zufrieden mit dem, was du uns hier fabriziert hast. Oh. Oder gezeigt hast. Fabriziert, das hört sich ja so negativ an, ne? Soll es ja nicht sein. Wir haben den Hauptprotagonisten der Reihe gesehen. Gleich geht's wieder zu Venis Lieblingscharakter. Das Schlimme ist ja, Roman hatte mir angeboten, dass ich da mich als Nebenkommentator noch mit reinsetze, auch wenn er schon Nebenkommentator ist. Aber ich setze mich gerne mit rein und ich werde mich zusammenreißen. Ich werde Tails nicht zu sehr bashen. Vielleicht kommt mal der ein oder andere Spruch, aber ja. Bisschen Bash ist aber okay. Muss ja sein. Das ist halt typisch Veni, ne? Ja, das Problem ist ja, ich mag Roman. Und also er ist ein sehr sympathischer Mensch und da bin ich immer hin und her gerissen. Weil Roman ist ja ein Tails-Fan und wenn ich Tails beleidige, beleidige ich ja irgendwo auch Roman. Und ist immer schwierig für mich. Ah ja, das muss man ein bisschen abwägen. Mhm. Da, entweder macht man sich Feinde oder noch mehr Feinde. Ne? Genau. Veni passt fabriziert schon recht gut. Ja, ich hab noch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Erstmal, es war ja dein letzter Auftritt hier jetzt beim ZFM Online, richtig? Mhm. Naja, bis auf den Nebenkommentar jetzt beim nächsten Run noch. Jo. Der steht mir hier nicht drin. Also ja, ja. Das ist dein letzter noch richtig. Ja, okay. Dein letzter Act. wie hast du dich während des Runs gefühlt? Während des Runs? Ja, also wie hast du dich gefühlt? Gut. Also ja. Bei Lightning Returns bin ich unsicherer gewesen, weil ich das ja nicht derustet habe. Der lief ja dann trotzdem erstaunlich gut. Das stark. Runst du noch andere Spiele außer Sonic? Und das, was du jetzt noch gezeigt hattest? Sonic, Lightning Returns, Resident Evil, HD Remaster, Breath of Fire 2, wobei das habe ich seit Jahren nicht mehr gerannt. Last Dream. Sonic Mania, das erste Level habe ich mal gerannt, weil ich herausgefordert wurde. Ich glaube war das David? Ich glaube ja. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ja, und Vagrant Story bin ich gerade so immer mal wieder am Run so ein bisschen. Das hört sich doch super an. Mhm. Gibt es noch Spiele, die du vorhast, mal zu lernen oder zu runnen? Also aktuell habe ich da nichts Spezifisches in Aussicht. Ich entscheide das eigentlich mal relativ spontan. Also vor allem, wenn es irgendein New Game Plus gibt in einem Spiel, da bin ich ganz gerne dabei. Weil, ich finde den Life Slide. Das ist ja auch New Game Plus, was ich da gerannt hatte. Ich weiß nicht, hast du den Speedrun von Sascha Gaming von Monument gesehen? Leider nicht. Den habe ich leider verpasst. Da hast du einen richtigen Trash-Block verpasst. Der erste einzige Runner, vielleicht gesetzt sich da ja noch später jemand hinzu. Oh, ich kann es mir zumindest mal anschauen, ja. Auf jeden Fall. Ne? Highlights gibt's auf YouTube bald, nach Ostern. Merkt euch das, schaut auf YouTube vorbei. Und ja, meine absolute Lieblingsfrage, die ich jedem stelle, ja, kennst du sie schon? Wie lautet deine Schuhgröße? 48. 48, eine Größe kleiner als ich. Ja? Ah, okay. Ja, wir leben auf großen Fuß. Genau. Also es gibt tatsächlich Schuhe in der Größe 48, die sind mir ein bisschen zu eng, da muss ich dann auch die 49 nehmen, aber für gewöhnlich ist es 48. Fällt ja mal leicht unterschiedlich aus. Gott, habe ich die Frage jetzt gerade wirklich ernsthaft beantwortet? Egal. Hm. Ja, ach super, es ist so eine Trollfrage, die stelle ich gerne. ansonsten, ich würde sagen, wir schalten mal ins Setup rüber, damit die Regie wechseln kann. Mhm. Hatte ich auch gerade die Mitteilung bekommen, dass ich mich doch bitte
zeigen soll. Und da bin ich auch schon zu sehen. Ja, Vini, es war mir eine Ehre, auch wieder heute mit dir in einem Voice-Channel gewesen sein zu dürfen. Das machen wir ab und zu mal gerne. Genau. Ja, hauptsächlich ne, bei Restreams. Gibt es ja auch einige dieses Jahr, aber wir sind jetzt hier noch beim ZFM Online. Der siebte und letzte Tag, wo wir gerade 2.238,41 € gesammelt haben. Wir haben noch einen Milestone-Incentive in Höhe von 2.500 € Gesamtsumme offen, wo uns Series Challenges noch einen Zusatzrun zeigen werden. Und da kommt auch gerade noch eine Spende rein. Oh, ich lese, ich refresh einmal ganz kurz die Seite. Und zwar, wir haben von Mormanius 50 €. Rummel in den Chat bitte mit der Nachricht. Danke für das tolle Event und fürs Sammeln für den guten Zweck. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine sehr großzügige Spende in Höhe von 50 € für das Deutsche Rote Kreuz. Ausrufezeichen DRK in den Chat, da erhält ihr ein paar Informationen über das, was ja halt noch so passiert. Von mir auch vielen Dank natürlich nochmal. Sehr schön. Ja, danke, danke, danke. Sehr großzügig. Natürlich nicht nur an Mormanius, sondern generell an alle, die was dazu beigetragen haben. Richtig, alle, ne? Das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist, alle haben was dazu beigetragen. Und wir bedanken uns natürlich auch an alle, die subscribed haben auf diesen Channel und sich die Werbung ganz nett anschauen. Danke, danke. Das hilft German, sich weiterzuentwickeln, beziehungsweise auch andere Projekte zu finanzieren. Das muss auch mal gesagt sein. Wir machen das sehr, sehr gerne für den guten Zweck. Aber das Leben kostet Geld. Muss auch mal gesagt sein, ne? So ein Verein kostet halt auch ein bisschen Geld. Mhm. Genau, also möchte ich, kann ich gleich ganz kurz? Ja. Okay. Möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen, weil die Frage ab und zu mal aufkommt. Also das, was wir an Subs und an Werbeeinnahmen haben, das geht in die Vereinskasse rein. Also das wird nicht zum DRK geschickt, sondern davon finanzieren wir uns. Also wenn ihr das Deutsche Rote Kreuz unterstützen möchtet, dann macht das über den Spendenlink. Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann per Sub oder schaut einfach Werbung oder seid einfach da. Aber im Zweifelsfall gebt es dem Deutschen Roten Kreuz. Sie brauchen es dringender als wir. Richtig. Und ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ich habe den Faden gerade verloren. Hinter German steckt ein eingetragener Verein. Das ist alles legit hier. Und ihr seht das ab und zu auch schon unten in der Omnibar sehen. Feedback. Ganz, ganz wichtig für die, die jetzt einschalten. Gebt uns Feedback. Weil so kann German sich auch weiterentwickeln. Ohne eure Hilfe und eure Wünsche wird das alles nichts. Natürlich wird das auch was, aber wir sind natürlich gewillt, auf Wünsche und Vorschläge einzugehen. Konstruktive Kritik, positive Kritik, alles nehmen wir an. Und falls ihr auch eine Beschwerde haben solltet, Ausrufezeichen Beschwerde, dann gibt es eine E-Mail-Adresse. Da guckt sich ein Unabhängiger die Beschwerden an und versucht das Ganze zu lösen. Genau. Und was das Feedback angeht, schreibt gerne auch rein, was euch nicht so gefallen hat, was wir besser machen können. Wie gesagt, also wie Aljoscha schon sagte, der Hauptsache ist es konstruktiv. Sowas wie, ihr seid scheiße oder ihr seid langweilig, das bringt uns halt nicht wirklich was. Dann schreibt wenigstens rein, warum. Damit wir es dann entsprechend noch besser machen können. Richtig, zum Beispiel sowas wie, der Host Aljoscha, der hat mir jetzt nicht gefallen, weil er so oft M sagt. Das ist konstruktive Kritik. Ist es. Ja, da habe ich es wieder gesagt. Ja, Verlegenheitsworte, die passieren mir auch ständig. Also lässt auch mit den Jahren an Erfahrung nicht wirklich nach bei mir. Richtig. Der nächste Run wird vorbereitet. Ich würde sagen, willst du schon mal in den anderen Channel runtergehen und ich mache hier nochmal mein bisschen mein Krams? Kann ich machen. Wunderbar, ich komme dann gleich zu euch runter oder alles hoch, je nachdem, wo wir gerade sind. Hoch muss ich dann. Genau. Also bis gleich. Bis gleich.